Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Guild Wars 2. Mein Name ist Kubano und wir schauen uns Schwarzlöwentruhen an. Und zwar ganz besondere Schwarzlöwentruhen, nämlich die Schwarzlöwentruhen 7. Jahrestag. Jawohl, Guild Wars 2 ist tatsächlich 7 Jahre alt geworden. Und neben den Geburtstagsgeschenken gibt es auch immer spezielle Jahrestag-Truhen. Also zumindest seitdem es diese speziellen Truhen gibt, glaube ich. Nun ja, nichtsdestotrotz, wir schauen mal genau rein, was es da so gibt. Nämlich zum einen natürlich immer garantiert ein Schwarzlöwenfigürchen und ein 7. Jahrestag Schwarzlöwengeschenk. Kiste voller Küchenvorräte, aufgestiegenes Kochen und zufällige verkaufbare Guild Wars 2 Gegenstände. Okay, im Moment kann man das... Das gucken wir uns nachher vielleicht mal in der Vorschau an, was es da wirklich alles drin gibt. Dann haben wir hier in gewöhnlich... Also drei Dinge sind möglich. Vier. Mit Glück vier. Aber wir fangen oben an. Ja, wir haben eigentlich nur Standards. Dann haben wir hier das metallurgische Farbkit, also vier verschiedene Farbkits, wie immer. Elonisches, das toxische und das Schattenfarbkit. Wir haben hier die Geschenkmünzen, die man sehr nett verkaufen kann für ein Gold. Wir haben Mini-Spielzeugeier, da werden wir hoffentlich auch mal was Neues drin finden. Wir haben die Schlossknacker-Kits, wir haben den Währungsumtausch, wir haben die klassischen Freischaltungen, Rüstungen, Waffen bzw. Garderobe generell. Dann Vorratspakete. Ja, oder Donnerkopftasche ist noch drin. Dann haben wir Teleport to Friend, der wird wahrscheinlich wieder hier oben reinkommen. Ich möchte da vielleicht noch irgendwas reinlegen, na egal. Und wir haben Schwarzlöwen-Tickets für Miniaturen. Da habe ich noch einige in der Bank. Mal gucken, was es da vielleicht noch Besonderes geben könnte. Dann sind es die Treibsand-Skins, die wir zum 7. Jahrestag bekommen. Und das ist sehr schick, so auf den ersten Blick. Dann gibt es ein gesamtes Ticket. Wir haben als Besonderheit das sternengeborene Kleidungsset. Oh. Oh, ja, könnte mir gefallen. Und wir hätten da noch den Uhrwerk, das Uhrwerk-Flügelpaket. Auch hier schauen wir mal rein. Auch schick. Auch schick. In selten haben wir Skin für Mordrem-Waffen. Die Skins für Mordrem-Waffen. Da sind ein paar bei mir schon freigeschaltet. Also eins bisher, ein paar. Ist also ein bisschen übertrieben. Zwei, drei. Vier. Wir haben hier die Schwarzlöwen-Auswahltruhe. Oh, die Schwarzlöwen-Auswahltruhe? What the hell? Das ist ja mal... Wow. Ja, da würde ich mir eine wünschen. Mist. Wollte es ja nicht ganz zumachen. So, da würde ich mir ja wirklich eine wünschen. Vier von... Ja, hiervon würde ich mir eine wünschen. Genauso wie das hier und das hier. Das wären doch schon mal drei nette Wünsche. Dann haben wir hier die zwei Glyphen, und zwar einmal des Schneiders und des Lederers. Wir haben hier eine größere Packung Figürchen. Wir haben die drei goldenen Schwarzlöwen, Schwarzlöwenschlüssel, so heißen sie auch. Dann haben wir Eisenerz, wir haben Lotus-Abbauknoten, wir haben den hochentwickelten Stoffständer und den hochentwickelten Lederständer. Und wir haben last but not least den ungeöffneten endlosen Geheimtrank und die altbekannten Verträge, die ihr bei mir aber noch nie gesehen habt. Und dann würde ich sagen, oh, schickes Design wieder mal, muss ich sagen, zum Geburtstag, das gefällt mir. Fangen wir mal an. Eine Figürchen gibt es immer und diese Truhe. Und jetzt können wir vielleicht, ach nee, wir können leider nicht reinschauen. Und gleich eine Garderobenfreischaltung, eine Rüstungsfreischaltung, um genau zu sein. Sehr nett. Fängt doch ganz gut an, würde ich sagen. Und ein Ticket, auch das ist für mich völlig in Ordnung. Und ein bisschen mehr Figürchen. Dann haben wir hier Materialien und wir haben den Versorgungsstarter, nicht Verstärker. Dann haben wir zum ersten Mal ein Farbkit. Noch keinen vierten Slot, das zweite mögliche Farbkit. Und nochmal eine Rüstungsfreischaltung. Nochmal eine Rüstungsfreischaltung. Will mir das Spiel was sagen? Da haben wir das nächste Farbkit. Eins fehlt noch, dann hätten wir sie alle. Und nochmal ein Ticket für Miniaturen. Und ein Schnipselchen. Ja, da weiß ich gar nicht. Habe ich noch welche in der Bank? Nur wenige.
und ein weiteres Farbkit war dabei. Und leider immer noch keinen vierten Slot. Was geht? So, wie schon gesagt, der Teleport wandert immer irgendwo hin und ich weiß echt nicht, hatte hier noch keine 250. Naja, gut, sei es drum. Und ein paar Figürchen mehr. Transmutationsladungen und noch ein Teleport. Wo wandern denn die Teleports hin? Hä? Ach, da sind sie doch. Ach Gott, oh Gott. 22, ach, deswegen. Ich hatte noch einen zweiten Stapel mit 22. Okay. Das, so viel habe ich jetzt bestimmt nicht bekommen. Dann haben wir den Währungsumtausch und nochmal Farben. Das sieht wertvoll aus. Und als nächstes haben wir immer noch keinen vierten Slot. Jo, die Hälfte ist jetzt vorbei. Also über die Hälfte. Denn bei 25 ist die Hälfte eben 12,5 Truhen, aber die gibt es halt nicht. So, wir haben die ersten 15 weg und noch keinen vierten Slot. Was ist los? Hallo Spiel, wir haben einen weiteren Teleport. Der ist sich trotzdem da oben, das ist auch egal. Da lasse ich sie gleich da oben. Wir haben nochmal ein toxisches Farbkit. Oh yeah! So muss es sein, so muss es sein. Da haben wir ihn, den Kleidschirm. Auch dabei. Wow, der ist aber sehr schick. Der ist aber sehr, sehr schick. Ja, ich würde sagen, den könnte man mal eine Zeit lang tragen. Sehr schick. Da hatten wir also den ersten Slot, den fünften eigentlich, um genau zu sein. Das sind ja, ja, logischerweise fünf. Aber, wuhu, jetzt geht's aber los hier. Und einmal ein Treibsandstab. Dann gucken wir uns auch gleich an, würde ich sagen, oder? So viel Zeit haben wir, ne? Ich möchte nur die Waffe sehen, bitte. Ist es ein Stab? Ja. Aber schick. Also für einen Stab, hätte da jetzt, also hätte man eine andere Waffe auch rein interpretieren können, aber sehr schick. Ja, sehr schick. Und eine Waffenfreischaltung. Und ich möchte nicht mehr lästern, nicht mehr schimpfen. Ja, wir hatten über 15 Drohnen nichts und dann jetzt schon innerhalb der letzten 10 drei Öffnungen. Und ja, das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Ja, es ist schon nicht schlecht, ne? Also es ist, ich würde wahrscheinlich nicht mit meinem Charakter so rumrennen, aber naja, gut, jetzt haben wir es halt freigeschaltet. Kann ja mal ganz witzig sein, ne? So. Und weiter geht's. Wiederbelebungskugel, okay. Und ein Mini-Spielzeugei. Man kann nie zu viele Schätze haben. Und nochmal ein. Und eine komplette Frederum-Freischaltung. Die werden wir natürlich gleich auch noch aufmachen. Und nochmal ein bisschen Materialien. Ja, das war doch an sich ganz okay, würde ich sagen. Also, ja, war ganz okay. War ganz okay. Ich würde sagen, wir fangen mit den Materialien an. Da passiert ja meistens jetzt nicht viel. Wir brachen sie bloß auf. Kennt ihr alle schon und weg damit. So, dann haben wir das Minispielzeug-Ei und wir kriegen nichts Neues. Hätte mich jetzt auch irgendwie fast erstaunt, muss ich sagen. Wir haben das vierte Farbkit nicht gekriegt. Fällt mir da gerade auf. Fünfer toxische aber. Und es war natürlich nichts dabei, was irgendwie von Wert wäre. Auch das hätte mich ja tatsächlich ein bisschen gewundert, aber okay, wir haben fünf Schattenfarbkits. Ah, da könnte eine dabei sein, die ich noch, doch, habe ich auch schon. Aber die könnte ja vielleicht ein bisschen was wert sein, die anderen wahrscheinlich eher nicht. Wir gucken mal kurz. Ja, jetzt auch nicht wirklich, ne? Aber ein bisschen, ja, ein bisschen, okay. Wir haben drei metallurgische Farbkits und da haben wir auch nochmal... Oh, oh. Ja. Sehr schön, noch nicht freigeschaltet. Hm. Jetzt schon. Sehr fein, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Die 15 Transmutationsladungen machen wir auch mal gleich alle weg. Ja, ich weiß, man könnte auch alle verzehren machen. Gucken wir mal bei den Schwarzlöwen-Tickets, aber da ist wahrscheinlich noch nichts nachgekommen. Wobei zum 7. Geburtstag könnte doch irgendwas da sein, oder? Nee. Nix.
muss ich mir auch die 5 wieder aufheben, dann habe ich 26 in der Bank und die 15 31. Das machen wir jetzt nicht auf, das macht auch gar keinen Sinn, denn da muss ich mir erst überlegen, was ich damit mache. Machen wir erstmal die auf? Also ich bin ja schon sehr neugierig, ne? Kann leider keine Vorschau machen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Wandgemälde, also sprich Silber. Und eine geheime Kochzutatkiste. Okay. Da kann man immerhin Vorschau machen. Oh, was gibt's denn da? Seltenes Nahrungsmittelextrakt. Okay. Ein Nahrungsmittelextrakt gibt's auf jeden Fall. Und eine von den vielen Kochzutaten und eine von den sehr seltenen. Okay, sehr cool. Geht das jetzt so weiter? Ja, es gibt immer die Kochzutaten. Dingens und irgendetwas zum Verkaufen. Okay, das ist aber ordentlich Gold, was da... 20, okay. Es ist schon ordentlich Gold, was dabei ist, so nebenbei rauskommt. Okay, das ist wirklich ordentlich Gold. Schadet meiner Kasse ausnahmsweise tatsächlich nicht, würde ich sagen. So, machen wir die Kochzutaten. Oh, hier kommt da doch ein bisschen mehr raus. Diesen Account gebunden, diese Zutaten, okay. Aber das hier zum Beispiel nicht. Hä? Saatgut? Okay. Das ist echt eine Menge, ne? Also, ich werde jetzt wahrscheinlich hier mein Inventar fluten. Man kann nie zu viele Schätze haben. Verdammt! Echt eine Menge Zeug. Lagern wir mal weg und schon sieht es wieder leer aus. Aber wirklich eine Menge Zeug, muss ich jetzt mal so sagen. Ich warte mal, bis das hier weggelaufen ist. So, Tickets, Schnipsel habe ich nicht sehr viele bekommen. Figürchen, da gibt's, oder habe ich auch nicht mehr viele in der Bank. Dreimal Rüstungsfreischaltung, das ist auch eine ganze Menge. Und wir haben was freigeschaltet. Ja, ist doch schön, Flammenjagdklon, Schuldmannschuhe. Jo, das ist doch ganz gut, da habe ich noch nicht so viele Freischaltungen, wie man sieht. Freut mich. Und nochmal was. Der verfluchte Armschutz, okay. Da ist er. Okay, auch das gehört zu einer Sammlung. Ara. Boah. Und die geheime Gerüchtestiefel. Gut, dann hätten wir hier Waffen. Psups. Den Heinhüter-Streitkolben haben wir hier gekriegt. Und last but not least, die Freischaltung. Da kann jetzt sehr viel drin sein. In dem Fall ist es die goldene Flügelfackel. Diese hier. Haben wir auch freigeschaltet. Sammler Caudicus anwesend. Sehr viel aus den diversen Dungeons heute freigeschaltet. Das ist ja sehr erstaunlich. Ja, das war's. Also ich bin jetzt tatsächlich, muss ich mal so sagen, nicht unzufrieden. Am Schluss gab es dann doch noch einen, zwei, drei Slots. Der war ja auch mit dabei. Ja, das kann man doch so, das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Drei Slots ist absolut okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.